Wollt ihr in der heutigen Zeit ein Kompaktfahrzeug kaufen, dann ist die Auswahl natürlich riesig. Aber immer unter der Haube fast die gleiche Technologie, die da steckt. Und vom Design, naja, gibt es jetzt auch nicht viel, was sich so heraushebt aus der Masse. Aber es gibt einen Hersteller und der sticht in Technologie und Design besonders heraus. Das ist Mazda. Die Japaner, sie schaffen es, ein komplett eigenständiges Design ins Blechkleid zu zimmern und unter der Haube auch einen komplett anderen Technologieansatz zu verfolgen, als es denn die Masse der Hersteller wirklich tut. So geht Mazda den Weg, nicht Downsizing, nicht Aufladung, sondern Saugmotoren. Und hier unter der Haube haben wir sogar ein ganz, ganz besonderes Triebwerk, den sogenannten Skyactiv X-Motor, der die beiden Welten aus Diesel und Benziner ineinander harmonisch vereint und dann einen sogenannten zündfunkengesteuerten Kompressionszündungsmotor unter die Haube baut. Klingt schon sehr, sehr komplex, oder? Ja, die Technologie ist es auch tatsächlich, denn versucht haben sich zum Beispiel Volkswagen und Mercedes an dieser Technologie. Gescheitert sind sie beide. Mazda hat es geschafft, ihn letztes Jahr in Serie zu bringen. Und ich freue mich riesig, euch heute den Mazda 3 Skyactiv X M Hybrid vorstellen zu dürfen. Wenn ihr dranbleibt, erfahrt ihr, wie die Platzverhältnisse des Mazda 3 sind. Kann ich damit als Familie leben? Wie fährt sich der Mazda 3 Skyactiv X? Natürlich auch, am Ende gibt es ein Fazit und kaufen oder nicht kaufen, wird dann die entscheidende Frage sein. Wenn ihr jetzt dran bleibt, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Video zu liken, gerne zu teilen und vor allem zu kommentieren. Ich möchte wissen, was sagt ihr zu Mazda 3? Was sagt ihr zu dem eigenständigen Weg, den Mazda geht? Der richtige oder vielleicht sogar ein völlig falscher? Was ist eure Meinung da draußen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem Review zu Mazda 3 Skyactiv X M Hybrid. Viel Spaß! Schauen wir uns das Design von Mazda an, hier im Mazda 3. Was so typisch ist, alle Mazda-Modelle eint der große Kühlergrill, der so ein bisschen wie so ein Haifischmaul wirkt. Sehr schön auch, man hat immer eine Spange, die sich von den äußeren Bahnen des Scheinwerfers nach unten begibt, unter dem Kühlergrill hinaus und verbindet beide Scheinwerfer miteinander, zieht das Ganze optisch in die Breite. Sehr schön auch diese schmalen LED-Scheinwerfer. Es sind sogar Matrix-LED-Scheinwerfer, das heißt, der Gegenverkehr wird perfekt ausgekegelt. Die funktionieren richtig gut, tolle Lichtausbeute. Und wenn man das auch dann sieht, wenn wir an die Seitenlinie gehen, dann erkennt man erst, wie tief der vorne kauert. Das ist fast schon eine richtige Keilform, die der Mazda 3 hier bietet. Das schaut schon richtig, richtig sportlich und cool aus. Wir haben hier 18 Zoll Räder verbaut, die hier in diesem Radkasten auch wirklich gut drinnen stehen und nicht zu klein wirken für meine Begriffe. Das Matrix Grau ist eine Metallic-Lackierung, die optional erhältlich ist für den Mazda 3. Wir haben hier noch so ein Glossy-Paket mit hochglanzschwarzen Türelementen. Naja, gut, muss man jetzt wissen, ob man das mag oder nicht. Jetzt kommen wir aber hier zu dem Bereich und der ist ja umstritten so ein bisschen bei Mazda. Denn man sieht, diese Dachlinie geht nur hier hinten relativ leicht, fällt sie ab, während man hier die Designlinie oder vor allem die Fensterlinie sehr rumgezogen hat. So ein bisschen Art Hofmeisterknick von Mazda, von BMW hat man da so mit drinnen für meine Begriffe. Riesige C-Säule, das ist schon sehr, sehr viel Blech, was wir hier haben. Dennoch
Es wirkt wie aus einem Guss, wenn wir die Designlinie hier anschauen und wie sie in das Heck hinein übergeht, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Auch das Heckdesign, was Mazda hier macht, ist etwas ganz Besonderes, denn Mazda hat hier wieder sehr schöne, eigenständige LED-Rücklichter, die so Ringe ausbilden. Sehr schön und auch dreidimensional ausgeformt. Des Weiteren haben wir hier das Mazda-Logo präsent. Eine Rückfahrkamera, leider im Spritzwasserbereich. Wir haben sogar eine 360-Grad-Kamera hier untergebracht. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir unter die Heckklappe, was wir denn hier in den Kofferraum hineinbekommen. Hinter der weit öffnenden Heckklappe verbirgt sich ein, naja, eher unterdurchschnittlicher Kofferraum für die Kompaktklasse, wenn man denn die Literzahl betrachtet. 358 Liter sind es. Und jetzt schauen wir einfach mal die Reisetasche. Da haben wir schon so ein kleines Problem, wenn wir das mal anschauen. Das sind 47 cm, die wir hier so Laderaumluke haben unter dieser Hutablage, die wirklich echt hier im Weg steht. Also wer wirklich größere Gegenstände einlädt wie ein Kinderwagen oder aber mal einen größeren Reisekoffer, der muss diese Hutablage hier ausbauen. Finde ich ein bisschen unpraktisch. Genauso unpraktisch auch, wir haben eine sehr hohe Ladekante hier, eine sehr breite Ladekante und dann geht es hier ungefähr rund 20 cm tief nach unten. Das ist natürlich auch so ein Thema für den Rücken, für so ein Kompaktfahrzeug. Es gibt keinen doppelten Laderaumboden, immer nur diesen einen. Die Rücklehne ist im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegbar. Keine Fernentriegelung, sondern dann über den Fond, den wir hier aufmachen. Da müssen wir dann hier den Taster drücken. Dann können wir die umlehnen und müssen ein bisschen nachhelfen. Dann haben wir die Rückenlehne umgelegt. Dann können wir auch längere Gegenstände hier wunderbar einladen. Das ist kein Problem. Das ist auch in Ordnung. Dann ist das auch angenehm breit. Jetzt hätten wir aber hier einen sehr breiten Kofferraum innen. Aber mit 102 cm wäre das wirklich richtig schön. Tja, wäre dann nicht hier diese Breite, die das Ganze hier deutlich einschränkt. Das heißt, wir haben hier nur noch 87 cm Laderaumbreite zum Einladen. Ebenfalls bei der Laderaumtiefe kommt uns dann wieder die Lehne entgegen, die sehr, die nicht so steil steht, sondern eher ein bisschen geneigt ist, sodass wir da wieder an Laderaum verlieren. Unten hätten wir 87 cm, wenn wir nach oben gehen, dann bleiben uns lediglich 65 cm, die wir dann im oberen Bereich nur noch haben. Das heißt also, kleinere, nicht so hohe Sachen können nach unten, dann müssen wir uns nach oben eben verjüngen. Das ist prinzipiell möglich. Wir haben hier leider auch keinen 12-Volt-Anschluss. Keine Möglichkeit, hier noch andere Sachen anzuschließen oder große Verzurrösen. Hier gibt es lediglich so zwei kleine Bändchen, um noch irgendwas zu sichern. Also da hätte Mazda durchaus noch ein bisschen nachbessern können, in meinen Augen. Hier wäre Verbesserungspotenzial für ein Facelift. Hat man erstmal diesen schmalen Einstieg hier in den Fond des Mazda 3 geschafft, dann sitzt es sich durchaus sehr kommod. Also mir gefällt es ganz gut. Ich sitze hier mit meinen 1,78 mit genügend Kopffreiheit. Kniefreiheit ist okay. Meine Knie stoßen zwar an das Sitzpolster leicht an, aber wenn ich es ein bisschen mehr mittig stelle, dann ist hier diese Ausformung drin, dann habe ich noch so einen Fingerplatz. Zusätzlich passen die Füße wunderbar unter den Vordersitz. Sonnenschutzrollos gibt es keine, dafür eine Sonnenschutzverglasung. Die Sitzpolsterung hier übrigens, die ist einwandfrei, da gibt es gar keine Probleme. Ich fühle mich sehr angenehm aufgehoben, Sitzfläche ist sehr lang. Wir haben auch die Lehne-Neigung, ist in einer wirklich angenehmen Position. Die Kopfstütze lässt sich angenehm weit nach draußen ziehen. Auch hier gibt es keine Probleme, aber durch dieses kuppelartige Dach gibt es hier hinten, das wirkt so ein bisschen wie so zugemauert und wie so in der Kathedrale, persönlich finde ich das so ein bisschen. Wir haben hier noch einen schönen Haken, um uns festzuhalten, plus Kleiderhaken. Aber wenn man dann auf längeren Strecken unterwegs ist, ich bin hier so ungefähr 1,5 Stunden mal am Stück hinten gesessen, ja, also der Kopf lehnt hier so ein bisschen dann an dem Dach an. Das ist für lange Fahrten, wenn man mal so ein bisschen schlafen will, sicherlich angenehm, muss man sagen. Auch angenehm, Kindersitze können hier sehr gut untergebracht werden. Wir haben Isofix an den Außenbahnen mit Top Tieter. Was ich sehr, sehr schade finde, dass Mazda hier in der Mittelkonsole weder 12 Volt noch USB noch Luftausströmer hat. Luftausströmer sollten da mittlerweile eigentlich in einem modernen Auto schon drinnen sein, finde ich. Also vor allem schaut das auch ein bisschen komisch aus, dieses Teil hier. Es ist einfach nur blank.
Da würde ich mir durchaus was wünschen. Drei Leute würde ich jetzt nicht in den Fond setzen, außer halt auf kurzen Strecken. Und das ist ganz klar, aber das ist in der Kompaktklasse ja so üblich. Wir haben dafür nämlich dann eine wunderbare Mittelarmlehne mit zwei Cupholdern. Und die ist sehr bequem, die kann man auch wunderbar nutzen. Also von dem her hier hinten, das würde ich sagen, passt. Da gibt es eine gute Note für. Und jetzt gehen wir nach vorne und schauen uns an, wie die Fahrersitzposition bewertet wird. Hinter dem dünnen Dreispeichen-Lederlenkrad sitzt es sich hier auf wirklich angenehm ausgeformten Ledersitzen, die hier sogar in Burgunderrot gehalten sind. Eine Farbe, die natürlich durchaus umstritten ist und der sich der Diskussion, ja, wo man sich nicht der Diskussion entziehen kann, wenn man denn so eine Farbe tatsächlich für sein Auto wählt. Sie steht natürlich der Außenlackierung Matrix Grau ganz gut zu Gesicht. Ich persönlich weiß jetzt aber nicht, ob ich es nehmen würde. Es wäre mir vielleicht ein bisschen zu viel Rot alleine hier schon an dem Dashboard. Aber gut, das ist Geschmackssache. Ihr könnt mir unten reinschreiben, ob ihr so ein Fan davon seid. Rote Lederpolster oder ob es das noch ein wenig zu, sagen wir es mal so, rotlichtmilieuhaft ist. Ne? Sitzen tue ich, wie gesagt, hier angenehm. Die Sitze sind angenehm breit gepolstert. Ich bin ja nicht die schlankeste Person mit meinen 1,78 und etwas Körperfülle. Dennoch sitze ich wirklich sehr, sehr gut hier. Wir haben auch genügend ausreichend Schenkelauflage. Klar, eine ausziehbare Schenkelauflage würde ich mir persönlich dennoch wünschen. Aber die Lehne geht angenehm weit hier hoch. Sie stützt uns echt gut. Also da muss man sagen, ich brauche jetzt keinen Sportsitz noch. Das ist in Ordnung für das Auto. Es ist jetzt auch kein Sportler. Also von dem her ist es so in Ordnung. Ich habe auch alle Instrumente hier sehr gut um mich herum positioniert. Das schauen wir uns aber gleich an. Die Sitzverstellung hier auf dem Fahrersitz ist elektrisch. Das ist ganz ordentlich. Ich habe auch eine Lordosenstütze. Daumen nach oben. Beim Beifahrersitz ist die Sitzverstellung manuell, auch ohne Lordosenstütze. Und was ich leider vermisse, naja, Isofix hier auf dem Beifahrersitz wäre noch ganz cool. Jetzt würde ich sagen, schauen wir doch hier einfach mal genau in den Innenraum hinein. Sehr auffällig erst einmal hier, wie ich schon erwähnt hatte, ist diese rote Leiste, die sich hier aufgrund der roten Lederpolsterung über den Armaturenträger komplett durchzieht. Das ist in sich stimmig, diese Linie. Und sehr schön auch hier die Verarbeitung. Wir sehen das hier. Es ist wirklich schönes, weiches Leder. Also hier würde ich jetzt nicht vermuten, dass es ein Kunstleder ist, was da drüber gezogen wurde, sondern tatsächlich ähnliches Leder wie auch auf den Sitzen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, hinter dem Fahrersitz. So, also wir haben hier dieses Dreispeichenlenkrad und falls euch jetzt viele Anlehnungen so ein bisschen an einen Hersteller kommen, ja, das sehe ich auch so, schreibt mir mal unten in die Kommentare, an welchen Hersteller euch das so alles ein bisschen in, ja, erinnert, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Also das Dreispeichen-Lederlenkrad, sehr dünn, wunderbar, liegt auch sehr gut in der Hand. Ich finde, es ist auch optisch sehr schön gemacht, so ein bisschen, ja, so eine leicht historische Anlehnung mit so einer, dieser schmalen Speiche hier, finde ich sehr schön. Vor allem gefällt mir auch die Bedienung hier sehr gut. Ja. Also wir haben hier die Lautstärkenregelung, das Skippen der Tracks und das ist sehr einfach mit so einem Wippensystem oder hier einfach drücken, um lautlos, finde ich super gemacht. Telefonannahme, Sprachsteuerung, Bordcomputer, den bedienen wir hier. Da ist allerdings nicht so viel Info, die wir da rausholen können. Finde ich aber okay. Ja. Kombi-Instrument, da sehen wir es auch schon. Wir haben die analoge Uhren links für den Drehzahlmesser, rechts für die Kühlwassertemperatur und den Tankinhalt. In der Mitte ist das Display komplett digital. Dann sehen wir hier schon den Blinkerhebel. Da haben wir dann den Fernlichtassistenten. Hier stellen wir die Lichtautomatik ein. Dann gibt es hier nur die Nebel-Schlussleuchte, die wir aktivieren können, denn Nebelscheinwerfer gibt es hier keine. Dann haben wir den Wischerhebel, der wird einfach hier die Intensität eingestellt für den Regensensor, auf Auto wird er normal gestellt oder aber hier das Drehen für den Heckscheibenwischer. Dann kommen wir hier auf die linke Seite und hier sehen wir jetzt die Assistenzsysteme untergebracht so ein bisschen. Da sehen wir das Deaktivieren des der Assistenzsysteme im Gesamten. Dann haben wir die 360-Grad-Kamera, das Deaktivieren des Parksymbols oder das, der Parkhilfe hier haben wir dann. Dann Traktionskontrolle ausschalten, iStop ist die Autostart-Stopp-Funktion. Hier unten dann die Speicherplätze für die elektrische Sitzverstellung plus ein kleines Ablagefach für Münzen. Ist aber
Ja, ist zwar eine gummierte Einlage, könnte trotzdem ein bisschen klappern. Sehr schön finde ich hier die Bose Soundanlage, die verbaut ist. Das wirkt einfach nochmal sehr edel, dieses Edelstahl, was da drauf, oder Aluminium ist es, Entschuldigung, nicht Edelstahl, es ist Aluminium. Das schaut sehr schön elegant aus. Dann haben wir hier natürlich die Instrumente für die Fensterheber und die Spiegelverstellung. Darunter haben wir dann nochmal eine kleine ein weit nach hinten reichendes Ablagefach, wo so kleine Fächerchen drinnen sind. Geht nicht viel rein, muss man ganz klar sagen, aber schaut gut aus. Schön finde ich auch hier, wie gesagt, der Materialmix ist gut, die Verarbeitung ist top. Die kann auf alle Fälle mit jedem Premium-Hersteller locker mithalten. Was mir auch gefällt, ist dieses Display. Wir sehen, es ist wirklich ein schönes 16:9 Display, was wir hier sehen. Und jetzt kommt es ist leider kein Touch, wobei ich das aber gut finde, weil der ist schon sehr weit weg. Also wenn ich jetzt hier mal mich so ein bisschen reinsetze, also ich komme nicht hin an den Monitor so leicht, da muss ich dann schon mich arg recken und strecken. Somit ist das in Ordnung, aber der Monitor, wenn ich mich mal gerade stelle, der ist auf den Fahrer hin ausorientiert. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Die Auflösung ist toll, die Bedienung erfolgt hier über den Drehrücksteller, der so ein bisschen, naja, fühlt sich nicht so hochwertig an. Das ist zwar eine schöne Alu-Ding, aber vom Raster her, das kann zum Beispiel halt natürlich Audi deutlich besser. Wir sehen, es gibt hier Direktwahltasten für Navigation, Audio, Home und Zurück. Das finde ich gut. Auch hier die Lautstärkenregulierung haben wir hier noch mit einem klassischen Drehrädchen gemacht. Wir haben eine Favoritentaste, wo wir uns noch etwas individuell darauf ablegen können. Eine Auto-Hold-Funktion, elektronische Parkbremse und der kleine Schaltknauf hier für das 6-Gang-Handschaltgetriebe. Davor haben wir 2 Becherhalter und nochmal eine Ablage. Und wenn wir uns das Klimabedienteil anschauen, dann sehen wir, hier ist die Lenkradheizung drinnen, dann die Sitzheizung dreistufig und Direktwahl für Defrost der Frontscheibe, Heckscheibe, der Warnblinktaster, der ist angenehm groß. Dann auch die Klimaautomatik, 2 Zonen, lässt sich wunderbar einfach und easy bedienen, finde ich sehr gut. Die Luftausströmer hier sind okay, da unten haben wir noch 2 kleine Luftausströmer. Dann haben wir noch ein Handschuhfach hier, wunderbar, das passt auch einiges rein an Bordmaterial. Übrigens hier ein USB-Anschluss und jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt. Das hier ist diese Mittelarmlehne, eine sehr, sehr breite Mittelarmlehne. Also da passen 2 Arme wunderbar hin. Die ist auch schön verschiebbar und zu öffnen. Und dann sehen wir, was da drinnen sich befindet. Da ist das Smartphone drinnen. Induktivladeschale ist hier unten auch vorhanden, wie wir es sehen. Ja, und ein USB-A-Anschluss haben wir da auch noch zusätzlich. Und hier ist die SD-Speicherkarte für das TomTom-basierte Navigationssystem. Da können wir nämlich jetzt auch noch mal ganz kurz reingehen ins Mediasystem persönlich. So, jetzt sehen wir das noch mal, wie die Bedienung funktioniert hier. Na, das ist ganz gut. Und was ihr jetzt schon hier drüben sehen könnt, ist Android, steht Auto, Android Auto. Wenn ich da jetzt rübergehe, dann bin ich jetzt hier im Android Auto drinnen. Und Apple CarPlay funktioniert nämlich natürlich genauso, aber ich habe jetzt einfach mal gerade ein Android-Handy mir besorgt und habe das jetzt einfach mal angeschlossen. Wir sehen hier Media, wir sehen hier dann tatsächlich die Uhrzeit und dann können wir hier auch die einzelnen Apps unterbringen. Das finde ich sehr, sehr schön aufgeschlüsselt. Ich finde immer noch, dass Android Auto etwas besser ist als Apple CarPlay, aber das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentarbox schreiben, wie euch der Unterschied gefällt oder ob ihr überhaupt einen Unterschied feststellen könnt. Ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir noch mal ganz kurz hier so den Rundumblick an, was wir hier haben. Also gute Fensterfläche. Dann geht es hier nach hinten. Da sehen wir dann schon, da wird es ein bisschen enger da in dem Dreiecksfenster. Ein kleines Guckloch haben wir dann da im Fond. Und dann gehen wir wieder so ein bisschen runter. Da sehen wir noch mal die Fondrückbank. Hier oben haben wir übrigens noch ein Brillenfach untergebracht, sowie den SOS-Notruftaster. Sowie einen rahmenlosen Innenspiegel, der sich automatisch abblendet. Schauen wir unter die Motorhaube des Mazda 3, denn da hatte ich ja euch eine Besonderheit angekündigt. Ja, erste Besonderheit, wir haben keinen Niveau-Lift. Finde ich ein bisschen schade, könnte man immer noch bringen. Immer dieselben Diskussionen, wie ihr mitbekommt. Aber wie wir sehen, sehen wir erst einmal nicht viel. Wir sehen hier eine sehr, sehr riesige Plastikabdeckung und da steht schön Sky Active X drauf.
Ja, was befindet sich denn oder was bedeutet Sky Active X denn wirklich? Ja, es ist tatsächlich eine Motorengeneration, die einfach heraussticht. Mazda hat ja die Sky Active G-Motoren, das sind die Gasoline-Motoren, und dann die Sky Active D-Motoren, das sind die Diesel-Motoren. Und der X ist tatsächlich genau das, was beides miteinander vereint. Also die Vorzüge des Diesels mit niedrigem Verbrauch und die Vorzüge des Benziners mit einem hohen Drehzahlband. Doch wie macht man das? Ganz einfach, man versucht eine sehr, sehr hohe Verdichtung zu bekommen. Hier ist das Verdichtungsverhältnis bei über 14 zu 1. Im Gegensatz zu normale Verbrenner haben so ja, 10, 11 zu 1. Diesel haben normalerweise 16 bis 18 zu 1 verdichtet. Also wir sehen, wir liegen irgendwo dazwischen. Es ist deutlich höher verdichtet. Bedeutet, wir brauchen nur ein sehr, sehr mageres Kraftstoffgemisch, also wenig Benzin im Brennraum. Und man versucht dann, das Ganze mit einer sogenannten zündfunkengesteuerten Kompressionszündung arbeiten zu lassen. Das heißt also, wir haben zwar eine Zündkerze, wie vom Benziner üblich, aber wir haben ein Gemisch, was fähig ist, sich selbst zu entzünden, wie es beim Diesel der Fall ist. Und genau da hängt eigentlich der Punkt. Mazda hat eigentlich nur eine Zündkerze noch drinnen, damit man das Gemisch, wenn es denn komprimiert ist, ganz oben nochmal einen ganz kleinen Zündfunken gibt mit einer zusätzlichen Einspritzung von Benzin. Dann gibt es die Explosion, dann gibt es eine heftigere Explosion. Der Kolben wird viel stärker nach unten auf die Kurbelwelle gewuchtet. Und genau da kommt dann die Leistung zustande. Aber ich verlinke euch jetzt mal ein Video, wo die Technik des Sky Active X Motors hervorragend erklärt wird. Wir schauen aber mal, es gibt hier so eine kleine Klappe. Die können wir nämlich hier öffnen. Das wird ganz cool gemacht. Da sehen wir quasi den kompletten Wundermotor hier. Ja, wie wir sehen, sehen wir viel, aber auch ich bin kein Techniker, das heißt, ich erkläre es euch jetzt nicht hier im Detail, bevor ich euch noch mehr Blödsinn erzähle, als eh schon den ganzen Tag. Machen wir die Klappe also wieder zu, verriegeln das Ganze. Ich kann euch aber sagen, 180 PS hat er, 224 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und das Ganze ist in der Praxis auch so, es ist eigentlich ein Saugmotor, der zwar einen kleinen Kompressor hat, einen elektrischen, der aber lediglich dafür sorgt, dass das Kraftstoff-Luft-Gemisch genügend Luft in die Zylinder reinbekommt. Das heißt also, er hilft nur sozusagen beim Ansaugen ein bisschen der Luft, dass auch wirklich die Menge an Luft, die benötigt wird für diese Kompressionszündung, vorhanden ist. Ja, in der Praxis fährt sich der Motor sehr, sehr angenehm. Typisch ein Saugmotor, untenrum nicht so viel Kraft. Ab 3000 Umdrehungen steht dann das maximale Drehmoment zur Verfügung. Man dreht den Motor wunderbar, aber jetzt sage ich mal so obenrum, ab 5.500, 6.000 Drehungen, da ist dann jetzt auch nicht mehr so viel Musi, aber das reicht völlig aus. 180 PS würde ich ihm jetzt vielleicht auch nicht so auf dem ersten Moment zutrauen. Er fühlt sich eher so ein bisschen wie 160 PS, hätte ich jetzt mal gesagt, so 150, 160 PS an. Ich kenne natürlich jetzt nicht den Sky Active G 150 dagegen. Wäre mal interessant, wie sich der im Vergleich fährt, aber so muss man sagen, interessant vor allem das Thema Verbrauch. Ich habe dazu aber ein Verbrauchsvideo gemacht. Das schaut euch mal an, das verlinke ich euch jetzt mal. Da ist der Wagen im normalen Alltagsverbrauch gefahren worden, auf eine Strecke von knapp 115 Kilometern im Mix. Und da kam dann ein sehr, sehr erstaunlicher Wert raus von 5,6 Litern. Ich bin ihn jetzt im gesamten Mix gefahren über die Testzeitraum von 14 Tagen von 6,2 Litern. Und das finde ich auch wirklich sehr erstaunlich und sehr, sehr gut. Also da liegen wir auf alle Fälle auf Dieselniveau mit einer wunderbaren Laufruhe und Drehfreude, die so der Diesel halt einfach nicht bietet. Auf der Straße macht der Mazda 3 eine ebenso dynamische Figur, wie er es rein optisch auch schon vermittelt. Das heißt, der Wagen fühlt sich sehr leichtfüßig an im Handling, lenkt extrem schön und verbindlich in die Kurve ein. Ein Untersteuern kennt er wirklich nur, wenn man die Kurveneingangsgeschwindigkeit zu hoch wählt, und dann schiebt er halt über die Vorderräder, aber wunderbar gutmütig. Das Heck ist immer so ein bisschen leicht und lässt damit auch so ein bisschen eine, ja, so ein Spielen zu. Das finde ich sehr, sehr schön. Leider ist die Lenkung hier für mich immer noch ein Tick zu leichtgängig und bietet ein bisschen zu wenig Rückmeldung von der Straße, sodass man da auf alle Fälle noch ein Verbesserungspotenzial hätte.
Auch bei den Fahrerassistenzsystemen gibt es im Mazda noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, gerade wenn man natürlich die großen Player hier in der Kompaktklasse sieht, wie BMW, Mercedes, Audi, VAG. Da sind die Fahrerassistenzsysteme vielleicht noch einen Tick besser und feiner. Vor allem aber die Verkehrszeichenanzeige ist im Mazda ja wirklich nicht sonderlich gut. Also sie trifft vielleicht nur in 60% der Fällen das richtige Geschwindigkeitszeichen. Ja, da würde ich mir vielleicht noch einen Abgleich mit dem Kartenmaterial wünschen, dann wird das vielleicht zuverlässiger werden. Genauso auch das Thema teilautonomes Fahren, das kann der Mazda nicht so sauber, da pendelt er immer mal so ein bisschen in der Fahrspur hin und her, will vielmehr das fahreraktive Auto sein, was ich gut finde persönlich. Wer aber ein Auto sucht, wo die Fahrassistenzsysteme absolut perfekt sind, da ist der Mazda jetzt vielleicht nicht unbedingt der richtige Partner. Der richtige Partner ist es für denjenigen, der ein Auto einfach sucht hier, was sich extrem handlich fährt und den es auch nicht stört, dass in der Stadt durchaus die Federung etwas stößiger ist, dafür aber im Landstraßenbereich oder auf der Autobahn oder mit zunehmender Zuladung deutlich weicher wird und verbindlicher wird, aber ein sehr, sehr sicheres Fahrverhalten bietet. Vor allem, wenn man es tatsächlich ein bisschen dynamischer eben angeht. Und das, finde ich wiederum, ist der eigenständige Weg, den Mazda auch hier beim Fahren wählt. Ach, ich möchte ihn gar nicht mehr hergeben, den Mazda 3. Und so sind wir auch schon am Ende unseres Videos vorangekommen hier. Er ist einfach so anders. Er sticht so aus dieser Einheitsquark der Kompaktklasse heraus. Mit seinem innovativen Motor, dem Saugerprinzip, dieser Optik hier und auch preislich, muss ich sagen, ist der Mazda 3 eine echte Alternative. 33.979 Euro mit 19% Mehrwertsteuer noch kostet der Wagen, so wie er hier steht. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Angebot. Wenn man einfach mal so schaut, was man bekommt einen 180 PS Motor, der einfach eine Technologie bietet, die sonst keiner hat. So, da zahlt man schon einen kleinen Technologieaufweis. Hervorragende Verarbeitungsqualität, tolle Materialien, sehr gute Ausstattung mit allem, was dazugehört, mit Matrix-LED-Licht, einem wirklich tollen Head-Up-Display, sehr gutem Monitor, einem tollen Fahrwerk, was fahraktiv ist, ehrlichen Endrohren hier am Heck, wie man auch sieht. Das ist für mich schon irgendwo ein sehr ehrliches Auto, der Mazda 3. Und ihr könnt ihn bekommen ab rund 23.000 Euro, dann mit einem 122 PS Saugmotor, 2 Liter Vierzylinder. Es gibt ihn dann noch mit 150 PS oder eben den Skyactiv X oder als Dieselvariante mit 116 PS. Das könnt ihr entscheiden, was euch da lieb ist. Den Skyactiv X bekommt ihr übrigens sowohl mit Wandlerautomatik als auch mit Allradantrieb optional. Ich persönlich würde ihn aber genau so nehmen. Ich würde lediglich die Lederausstattung rauslassen, die ich nicht bräuchte. Ob ich das Assistenzpaket noch nehmen würde, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich würde ungefähr bei 31.000 Euro rauskommen für den Skyactiv X in dieser Variante. Finde ich einen guten Preis. Aber die interessantere Sache ist jetzt eher, was sagt ihr denn zum Mazda 3? Wie gefällt er euch? Wie gefällt euch das Video? Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Und jetzt geht die Sonne aus. Das heißt, ich mache auch Feierabend. Tschüss und Servus, euer Ubi. Vielen Dank fürs Reinklicken.